Ja, hier wieder beim Koali, bei Dragon Age Inquisition. Und ja, wir sind heute zu einer ganz besonderen Folge unterwegs. Denn ich möchte heute hier den. Wir haben ja bei der letzten Mal so einen neuen Pfad eingeschlagen, den ritterlichen Woher weißt du, dass sie Verzauberer. mich hier angreifen werden? Dunkle Wucht sehen sie nicht. Und in der heutigen Folge möchte ich was benutzen, was man als Möglichkeit hat, unten hier in der Krypta. Denn da kann man seinen Charakter reskillen. Inquisitor? Ist die Arkanistin eingetroffen? Das müsst ihr euch selbst ansehen. Hallöchen. Ja, die kennen wir doch auch. Also steht nicht nur mit offenem Mund herum. Finden wir heraus, was ihr braucht. Seid ihr die Magieberaterin? Oh, ihr seid das. Lord Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Ich heiße euch in der Inquisition willkommen. Freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Ich habe einige unglaubliche Dinge über euch gehört. Und ich liebe unglaubliche Dinge. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mir Harrods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch. Aber klassisch. Banal. Altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk, aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Ihr scheint von dem Anker beeindruckt zu sein. Wonach sieht er für euch aus? Ich habe gehört, was alle sagen, dass ihr Koryphäus habt sagen hören. Klingt irgendwie kompliziert. Für mich ist das ein Schlüssel. Aber Schlüssel tun viele Dinge. Öffnen, schließen, umschalten. Einige öffnen eine Sache, andere öffnen alles. Klingt, als hätte Koryphäus etwas damit geöffnet. Und ihr scheint etwas damit schließen zu können. Vielleicht ist das tatsächlich so einfach. Auf alle Fälle ist es hübsch. Ich wünschte, ich könnte ihn durchsehen. Wo studiert eine Zwergin theoretische Magie? Tja, das habe ich mich jahrelang auch gefragt. Natürlich. Nicht in Orsama. Ich musste einen eigenen Zirkel gründen. Ich musste dafür kämpfen. Alle haben gesagt, ich schaffe es nicht. Alle. Ich habe in Bibliotheken Böden geschrubbt, Runen gegen Folianten eingetauscht, mich mit anderen Außenseitern getroffen. Querdenker. Wenn es etwas gibt, das man über Magie wissen kann, dann finde ich es. Magie kennt keine Grenzen, Inquisitor. Egal, was die Leute sagen. Was qualifiziert euch als Arkanistin? Ich habe den Titel gewählt, weil ich eine Philosophin, Magieforscherin und Meisterin ihrer praktischen Durchführung bin. Außerdem gefällt er mir. Ich kann zwar keine Magie wirken, weil ich eine Zwergin bin, aber ich laufe nicht Gefahr, verrückt zu werden. Ich bin also sicherer als jeder Magier. Das heißt, dass ich alle meine Fähigkeiten gelernt habe. Mit gesundem Zwergenverstand. Ich stamme aus der Schmiedekaste und weiß, was es heißt, sein Handwerk zu beherrschen. Wusstet ihr, dass vermutlich Zwerge das Verzaubern erfunden haben? Was genau macht ihr eigentlich? Ich wurde für die Schmiede geboren. Das ist in der Schmiedekaste wörtlich zu verstehen. Hammer und Zange sind für mich wie ein Herzschlag. Aber einen Schmied habt ihr schon. Noch dazu einen guten. Ich bin wegen meiner Leidenschaft für die Magie hier. Magische Studien, theoretische Magie,
magische Verzauberung und mit ihrer Hilfe die Manipulation von Meisterwerken. Ich habe all das mit einem objektiven Blick studiert, ohne Geheimnisse, ohne Ängste. Dadurch kann ich wie niemand sonst Regeln anwenden. Mit einer Ausnahme vielleicht, aber so verschoben bin ich nicht. Also bin ich wohl doch einzigartig. Was könnt ihr mir über das Verzaubern erzählen? Lyrium ist das Herz. In gewisser Weise schlägt es wie ein lebendiges Herz. So sehe ich das. So, ein Magier kann eure Waffe Dinge tun lassen. Aber mit den richtigen Runen und Raritäten wird aus eurem Spielzeug ein Wunder. Das ist die eine Sache, die Magier nicht können. Und das macht sie wahnsinnig. Buchstäblich. Zwerge sind dagegen resistent, deshalb passiert uns nichts. In der Regel. Ihr seid in der Lage, außergewöhnliche Waffen und Rüstungen herzustellen? Meisterwerke. Das Schmieden ist ebenso eine Kunst wie das Verzaubern. Man braucht ein Ohr dafür. Und Hände. Und Augen. In dieser Hinsicht kann ich nichts gegen Harrod sagen. Er ist wunderbar. Aber ihm fehlt dieses gewisse Etwas. Weiß man wie, wird aus einem Schwert mehr als eine Klinge. Eine Rüstung kann mehr als nur schützen. Und ein Farbton wird noch einen Tick strahlender. Kurz, schmieden kann mehr sein. Kurz. Ein andermal, Dagna. Natürlich. Sagt mir, was ihr braucht, und ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Okay. Klingt cool. Lass einen Gegenstand verzaubern. Kann man das hier mit einer Rüstung machen? Könnten mal gucken, ob wir nicht überhaupt generell eine neue Rüstung herstellen können, Magier. Haben wir hier so Kampfmagier, die konnten wir, glaube ich, nicht anziehen. Robuste Schüler Harnisch. Was haben wir jetzt gerade an? Glaube ich, Schüler Rüstung an oder sowas, ne? Durchdringte Schülerpanzerung. Das ist die hier. Das heißt, der Harnisch wäre schon besser als das, was wir jetzt haben. Braucht Verzauberer Harnisch Armschutz. Zauberpanzerung, Beinschutz. Es ist halt doof, dass die hier nicht hinschreiben, ob man die dann später anziehen kann oder nicht. Ich glaube, das haben wir, den Fehler hatten wir ja gemacht, dass wir die hier hergestellt hatten und dass das nicht funktionierte. Das heißt, wir stellen jetzt mal die Panzerung hier einfach mal her. Dafür brauchen wir hier was. 94. Ne, Moment, die andere war hier, ne? Harnisch. Der Harnisch war besser als die Panzerung. So. So, wir können das hier mit High-Ever-Gewebe machen. Dann haben wir 104 Rüstungswert. Klingt ganz gar nicht so verkehrt. Sieht auch ganz lustig aus. Da haben wir jetzt 15 Stück von. Und hier haben wir 21 von. Das heißt, ich glaube, ich nehme eher den Ringsamt. Was hat denn der sonst so? Primär mittlerer Rüstungswert. Magie, Elektrizitätsschaden, 3%. Ich glaube, das nimmt sich beides nix. Also nehmen wir das mal. Und hier unten. Resistenz gegen Kälte, Fernkampfverteidigung, Resistenz gegen Kälte, Verteidigung im Fernkampf, Bluten bei erlittenen Treffer. Chance, dass der Gegner blutende Wunden erleidet. Hm.
Ich weiß nicht, Leute, was man da nehmen soll. Resistenz gegen Feuer. Ich glaube, gegen Kälte ist ganz gut, wenn man da resistent ist. Nehmen wir mal die Bärenhaut. Und jetzt haben wir hier oben noch was. 20% Chance, 30% Chance auf Meisterstück. Fähigkeiten innerhalb von 10 Sekunden werden 15% des erlittenen Schadens geheilt. Da haben wir aber nur ein einziges von. Ich glaube, wir nehmen eher hier die Großbärenklauen. Da haben wir 30% Chance auf ein Meisterstück. Und stellen das Ganze mal her. Schülerharnisch des Eisschreiters. So. Okay. Und dann haben wir hier den Harnisch-Armschutz. Den stellen wir uns auch mal direkt her. Heilungsbonus. Verteidigung gegen Magie, Resistenz gegen Elektrizität, Resistenz gegen Geistschaden, Heilungsbonus, Verteidigung gegen Magie. Ich würde sagen, dann nehmen wir noch hier die Resistenz gegen Geistschaden. Und was nehmen wir noch? Resistenz gegen Elektrizität. Und ein bisschen Heilungsbonus nehmen wir auch noch mit. Und mein Inventar ist voll, super geil. Lassen wir das erstmal. Denn was ich eigentlich ja machen wollte, ist hier hinten kaufen und verkaufen. So, verkaufen. Den ganzen Crap hier einfach mal rausschmeißen. So. Dann haben wir hier jede Menge Zeug, was wir auch nicht brauchen. Das kann auch alles raus. Hier, die können wir eh nicht alles. So, die Eisschreiter, durchtränkte Schülerpanzerung, die können wir dann auch wegholen. Die beiden Sachen auch. So, und die waren auch alle schlechter als das, was wir hier haben. Alles weg. Alles weg damit. Der Geschenk des Bergvaters ist zwar gut, aber wir haben keinen zweiteiligen Charakter mit, also auch weg damit. Das heißt, wir haben jetzt erstmal richtig viel Platz gemacht hier. So, achso, wir wollten kaufen. Hier, den Trank des Erneuerung. Trank der Erneuerung. Einer davon kostet einen, da jeder weitere 345. Da kaufen wir uns jetzt mal einen von. Und nutzen den direkt mal. Accessoires, Trank des Erneuerung. Zack. Mit der Einsatzbereitschaft können wir anziehen. So, jetzt sind nämlich unsere ganzen Werte zurückgesetzt und wir können gleich unsere Werte neu vergeben. So, jetzt wollten wir den hier machen. Was hatten wir gesagt? Wir wollten haben was haben wir denn mal gemacht eben? Hier Resistenz gegen Geistschaden und Heilungsbonus, glaube ich, ne? Heilungsbonus, wo war er? Da. Zack. Herstellen. So, das ist der Harnischarmschutz. Und jetzt haben wir den Beinschutz, den machen wir auch noch. Straucheln bei Treffer, maximale Gesundheit ist auch ganz schlecht, gar nicht schlecht. Verteidigung im Nahkampf. Straucheln bei Treffer, maximale Gesundheit, Verteidigung im Nahkampf. Es ist schwierig. Ich finde das Straucheln bei Treffer gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das nehmen wir auch gleich mal. Hier 6% dafür. Und dann nehmen wir uns noch. Ah, jetzt haben wir wieder Verteidigung gegen irgendwas. Verteidigung gegen Magie. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal Verteidigung, Resistenz gegen Elektrizität. Alles schwierig, schwierig. Verteidigung gegen Magie, komm, hier, zack. Okay. Jetzt müssten wir das eigentlich aufwerten können. Rüstung modifizieren. Hier haben wir hier die Schülerrüstung des Eisschreiters. Können wir das da drauf machen und das da drauf machen.
Und dann ändern. So, jetzt haben wir hier jede Menge Zeug. Und dann gucken wir uns das nochmal im Inventar an. So. Seht ihr hier, das ist schon ein bisschen cooler als das, was wir bisher anhatten. So. Alles klar. So, und eine Waffe modifizieren. Da ist auch schon eine Rune drin. Wir könnten das hier... Wir haben gar keine Runensteine oder sowas. Deswegen können wir auch gar nichts groß verzaubern lassen. So, dann gehen wir in den Inventar, in den Charakterbogen. Und ich habe mir so ein paar Builds mal angeguckt von ritterlichen Verzauberern. Und wir waren gar nicht auf so einem schlechten Weg. Wir haben hier das alles ja gehabt hier. Und das behalten wir auch bei. Die Barriere ist halt essentiell, weil die uns halt schützt. Dann haben wir hier weniger Bedrohung, das ist auch in Ordnung. Das Bann brauchen wir dringend, damit wir auf diesen Skill kommen, nämlich die verjüngende Barriere. Das ist nämlich dann die Mana-Regeneration und die ist, glaube ich, essentiell für das, damit wir mehr zaubern können. So, gucken wir auf die andere Seite. Wir haben hier den Schutzgeist, den brauchen wir auch auf jeden Fall. Wenn wir einmal down gehen, dann kommt unsere Barriere einfach wieder. Zack, finde ich gut. So, den Rest lassen wir erstmal aus. Hier die Aufwertung auch, hier mit der Magieumwandlung lassen wir auch erstmal sein. Und auch die Verkürzung der Regenerationszeit, das brauchen wir eben momentan auch nicht. So, dann gehen wir in den Baum rein, den wir eigentlich haben wollen. Hier die Geisterklinge. Das wird unser Hauptangriffszauber werden. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen krank. So, wir haben vor allen Dingen ist das ein Nahkampfangriff, der Block und Barrieren automatisch durchdringt. Das ist schon mal ganz cool. So, dann haben wir hier Klarheit im Kampf. Das beschleunigt die Mana-Regeneration sehr gut, weil das hier halt pro Angriff 10 Mana kostet. Ist so eine Beschleunigung immer gut. Also her damit. Dann ist das hier wirklich der overpoweredste Skill anscheinend, den es gibt. Schild ist nichts, die Barriere, 30% des verursachten Schadens wird als Barriere hergestellt. Das heißt, wenn wir den Gegner schlagen, wächst unsere Barriere an und macht uns damit quasi besser geschützt. Ja. Nehmen wir mit. Und hier unten die Verringerung des Barriereabbaus. Die Barriere baut sich ja langsam ab. Das heißt, wir werden da auch mal gucken, dass wir die länger behalten können. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte über. Dann gehe ich auf einmal in den Eisbaum zurück, weil ich möchte hier diesen Schritt ins Nichts auf jeden Fall weiter haben. Weil der uns einfach schneller macht. Und eine winterliche Stille können wir uns auch behalten, weil das dadurch auch die Mana-Regeneration, wenn wir auf einer Stille stehen, halt auch hochgeholt wird. Nehmen wir uns auch mit. Und dann holen wir uns noch hier unten diesen Skill, den Mantel des Nichts, weil der uns schützt. Obwohl wir könnten eigentlich auch, warte mal, wir nehmen uns hier den wieder raus. Dann können wir uns dann später holen. Wir haben ja nur 11 Punkte zur Verfügung momentan. So, und holen uns hier dann diesen Skill mit der Aufwertung, weil durch die Aufwertung seht das hier, wenn wir sichtbar werden wieder, also der Skill macht uns halt unsichtbar und unverwundbar vor allen Dingen. Und wenn wir, für 2 Sekunden halt nur, und wenn wir dann in einem Gegner wieder auftauchen, dann machen wir halt 1000% Waffenschaden. Also das ist schon nicht schlecht. Hier die Aufwertung lasse ich erstmal weg. Gegnerische Geschosse abwehren, das können wir später auch immer noch machen. So, anwenden. So, und dann gehen wir in die Taktiken und schauen mal. Oben den Schritt ins Nichts ist schon ganz cool. Die Geisterklinge will ich mir auf X legen. So, die Barriere möchte ich mir auf Y legen. Das Mal des Risses. Im Mantel ins Nichts können wir auf B machen. Und dann ist das Mal des Risses auf B hier. Das ist in Ordnung. Das Bannen tun wir dann hier oben rein. So viel Zauber haben wir jetzt halt nicht. Aber ihr werdet gleich, wenn wir irgendwann mal in den Kampf gehen, auch sehen, dass das nicht so schlimm ist.
weil wir jetzt eigentlich ein Nahkampfcharakter sind. Das heißt, wir müssen auch unsere Gefährten mal ein bisschen überdenken. Wir hatten ja bis jetzt Cole als Nahkämpfer mit und den Bullen als Nahkämpfer mit und haben uns ja jetzt eher so ein bisschen auf Fernkampf auch verhalten bisher. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir auch Nahkämpfer sind, mit drei Nahkämpfer, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, der Bulle und ich für den Nahkampf und Solus für den Fernkampf und dann vielleicht nehmen wir noch noch einen weiteren Fernkampf, vielleicht Varric oder Sarah. Mal gucken. Ich glaube, ich tendiere zu Sarah, weil die lustigeren Sprüche hat. So, dann haben wir uns hier jetzt eine schöne Rüstung gemacht und die angezogen. Dann könnten wir ja mal gucken, ob es noch irgendwie einen Helm gibt, den wir herstellen können. Pharrellische Spähhaube. Ja gut, da können wir jetzt wieder nicht gucken, ob wir den tragen können oder nicht. Ne? Der hier sieht so aus, als ob wir den tragen könnten. Ich lasse das mal lieber raus, weil nachher stellen wir uns hier irgendwas her und dann können wir es eh nicht benutzen. So, zurück. So, da sind wir wieder. Und dann werden wir noch mal in den Kartenraum gehen. Gucken, was Josephine uns zu sagen hat. Oh, die hat uns was zu erzählen. Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montillers erleiden mussten. Meine Familie hat ihr Vermögen als Händler in Lantiva gemacht, bis wir vor Ewigkeiten infolge eines Skandals aus Orlais verbannt wurden. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montillers seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Dafür, dass ihr verschuldet seid, scheint ihr euch aber ziemlich gut über Wasser zu halten. Das genügt nicht. Nur ein Unglücksfall und wir sind endgültig ruiniert. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Die meisten Leute sorgen sich um ihre nächste Mahlzeit, nicht um ein Vermögen. Ich bin nicht blind, aber ich mache mir Sorgen um meine Familie. Meine törichte Schwester Yvette mit ihren Tagträumen. Meine Brüder, die versuchen, unsere Flotte mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen. Ist es denn so falsch, darauf zu hoffen, dass sie niemals Not leiden müssen? Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montillers wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royaux geschickt habe... Ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Wer hasst die Montillers so sehr, dass er so etwas tun würde? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Was hat der Comte davon, mit mir gesehen zu werden? Der Comte wird auf Feiern beiläufig erwähnen, dass er sich mit einem bedeutenden Besucher trifft. Das wird Verbündete und Rivalen aufhorchen lassen. Sein Treffen mit euch wird zu Spekulationen führen. Und der Comte wird die Berichte so geschickt steuern, dass er davon einen Vorteil hat. Er wird uns benutzen. Aber wenn er weiß, wer meine Leute getötet hat, bitte ich euch, es ihm nachzusehen. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Okay.
von meinem Kriegsrad ein und schauen mal, was hier so los ist am Kartentisch. So, hier müssten wir einiges haben, was fertig ist. Verpflichtungen im Sinne der Inquisition. Einmal einen Rundknauf erhalten. Wuhuhu! Ja. Okay. Dann haben wir hier unten Frostgipfelgebirge Weg sichern. Einmal Einfluss gekriegt. Die Straße, die aus dem Fahrbuch nach Westen führt, kann jetzt genutzt werden. Und meine Spione werden diese Abkürzungen außerordentlich hilfreich sein. Ja, ist okay. Preis der Macht. Auch hier haben wir Einfluss gekriegt. Inquisition bietet einen unvergesslichen Anblick der Legion von herzunterschiedlichen Folgen. Sie ist würdig. Okay, alles klar. Läuft. Nachricht aus Orsam erhalten, im Wissen, dass uralte dunkle Brutfeders bedroht. Offiziell seine Unterstützung. Ja, also das ist nicht schlecht, wenn wir hier die Zwerge als Verbündete gewinnen können, ist das immer gut. So, dann was haben wir hier oben? Okay, das können wir gerade wahrscheinlich nicht, weil wir dafür Josephine brauchen. Was haben wir hier noch? Ressourcen der Ebene, Ressourcen des Markgräber. Die Schlange von der Wir Vara. Dürfen die Ausbildung unserer Soldaten nicht vernachlässigen. Dauert 3 Stunden. Setzen wir Liliana mal drauf an. Und was haben wir hier? Auch alles nur Ressourcen, ne? Aufarbeitung des Magieraufstands, das können wir auch machen. Hier, zack, können wir nicht drum kallen. Okay, haben wir ja ziemlich viel hier schon wieder abgegrast. Können wir gehen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns noch ein bisschen... da ist ein Ausrufezeichen. What is this? Das müsste hier hinten irgendwo sein, ne? Der ist es nicht. Irgendjemand hat einen ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt beim Abbau. Ah, hier. Ne? Überall danach. Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber. Aufwertung. Ich will nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat. Ah. Wir können hier die Himmelsfeste aufwerten. Ein Kirchengarten. Wertet den Garten zu einer Kirche auf, die all jenen Hoffnung spendet, die danach suchen. Eine funktionelle Aufwertung, die einen möglichen Ressourcengewinn durch die Gläubigen mit sich bringt, der auch gespendetes Gold beinhaltet. Okay. Wertet den Garten auf, indem er Platz für einfache Kräuter und Ackerbau genutzt wird. Eine funktionelle Veränderung, durch die mehr Pflanzen geerntet werden können. Kirche oder Kräuter? Tja. Ich glaube, ich will Gold. Deswegen nehmen wir die Kirche. Was für eine komische Koinzidenz. Ja. Diese Entscheidung ist unumkehrbar. Ja, ist okay. Komm, wir machen eine Kirche hier draus. Wir sind ja auch hier der Inquisitor, ne? O Erbauer, erhöre mein Flehen, führe mich durch die finstere Nacht, wappne mein Herz gegen die Verlockungen der Verruchten, lass mich an den wärmsten Plätzen Ruhe finden. O mein Schöpfer, siehe mich knien, denn ich gehe nur, wohin du mich schickst. Bleibe nur an Orten, die du gesegnet hast. Singe nur die Worte, die du mir in den Mund legst. Erbauer, erkenne mein Herz, erlöse mich von meinem Leben voller Leid. Erhebe mich aus einer Welt des Schmerzes. Erachte mich deiner unendlichen Gnade als würdig. Mein Schöpfer, urteile über mich, bade mich im Licht deiner Gnade. Tauche mich im Feuer, auf das ich gereinigt werde. Sage mir, dass mein Gesang dein Wohlwollen fand. O Erbauer, erhöre mein Flehen, nimm mich im Tode an deiner Seite auf, lass mich eins werden mit deiner Herrlichkeit und lass der Welt abermals deine Gunst zuteil werden. Denn du bist das Feuer im Herzen der Welt und du allein spendest mir Trost. Okay. Ah, Inquisitor, ihr habt endlich gezeigt, was ihr wirklich könnt. Der Erbauer hat euch auf einen schwierigen Weg geschickt. Ich bete dafür, dass ihr ihn sicher beschreitet. Ich werde mein Bestes tun, um mich als würdig zu erweisen. Das habt ihr schon in Haven getan. Was macht denn die Elfe da hinten? Der Erbauer hat euch auserwählt, Dancing? Um uns von Korypheus zu befreien. Ihr habt das Vertrauen und die Unterstützung von allen hier. Vergesst das niemals. Alsdann
War sonst noch etwas? Nö. Lebt wohl. Lebt wohl, Inquisitor. So, hier hinten ist nämlich noch irgendwas. Was ist denn das? Öffnen. Untersuchen. Braut des Erbauers. Erbauer, ich bin allein, doch ich habe deinen Namen angerufen und jene, die kommen, um zu dienen, werden um deinen Ruhm wissen. Ich habe mich für sie daran erinnert. Sie werden sehen, was sie erringen können. Und obgleich wir wenige sind und gegen den Wind stehen, wir sind dein. Okay. So eine kleine Kapelle hier, ganz nett. Mit umgefallenen Kerzen. Kann den nicht einer mal sauber machen? Gut. Kann man hier noch irgendwas machen? Wer bist du? Inquisitor Elan Vermal. Es ist mir eine Ehre, euch im Namen des Kollegiums der Heilkundigen meine Dienste als Apothekerin anzubieten. Ich gedenke, die Arbeit meines geschätzten Kollegen Adan fortzuführen. Er hat sehr viel von euch gehalten. Wir werden ihn alle vermissen. Willkommen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich auch. Bisher wusste ich nicht, was ich von euch halten sollte, aber die jüngsten Ereignisse haben alle meine Zweifel zerstreut. Wir werden alle weltlichen Bedürfnisse der Himmelsfeste weidlich stillen. Solltet ihr etwas Spezielles benötigen, lasst es mich wissen. Ich bin hier, um der Sache zu dienen. Okay. Pflanze einen Samen. Okay. Blutlotus könnte ich, Tiefenpilz, Spindelkraut, Dämmerlotus, Drachendorn. Okay. Mal selten. Keine Ahnung, hier so Dämmerlotus. So. Dann könnte ich noch eine machen, aber lasse ich jetzt erstmal hier jetzt was zu lesen. Arbeitsbericht Gerüste. Der dritte Absturz ist eben in ebenso vielen Tagen. Wir brauchen mehr Sandsäcke. Ah, das ist okay. Hier sitzen komische Leute drum. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Und gehen mal auf die Questkarte. Hier ist was bei Cullen. Okay, wie kommen wir da am schnellsten hin zu dem? Oh, hier sind noch mehr. Was ist denn das hier alles? Ich glaube, das hier sind die anderen beiden Typen, die mich nicht aufbilden dürften. Gehen wir schnell hier hin. Und dann schauen wir mal, was der Cullen uns zu sagen hat. Aber hier ist noch ein Händler. Lord Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten. Ich hoffe, der gute Sagrid war nicht so ungehobelt. Nun, da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen. Wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Zu redlichen Preisen. Okay. Wir reden ein andermal. Gewiss, Lord Inquisitor. Schauen wir mal, was hat sie denn zu verkaufen? Axt des Drachenjägers. Bianca-Bogenaufwertung. Oh, was ist denn das? Unendlich viel Seroldglas. Okay. Und leere Runensteine. Dämonentöter. Ah, das sind Pläne für Dämonentöter-Runen. Und Drachentöter-Runen. Aber wir haben nicht so viel Kohle. Müssen wir mal gucken. Und dann haben wir einen coolen Bogen, der auch sackteuer ist. Und Vitare. Okay. Drüben ist noch ein Händler. Inquisitor, ihr habt die Aufmerksamkeit der Mächtigen erregt. Und ich bin die Reaktion darauf. Mr. Faris, zu euren Diensten.
Ihr findet meine Waren gewiss einzigartig. Ich handle mit Einfluss. Na dann, zeig mal her. Wir haben eine verstärkte Verteidigerrüstung, nämlich 10 Stück davon. Okay, das ist jetzt zwar nicht so geil. Und der hat jede Menge Zeug, Handels- und Reiseabkommen. Sorgt für Erhöhung der Macht und Einfluss des Inquisitors. Ah, okay. Hier kann man sich quasi Macht kaufen, ne? Naja, wer es nötig hat, ne? Ich meine, Macht kriegen wir ja irgendwie zugeschissen wie sonst was bisher. So, da ist auch noch ein Händler. Was hat der denn? Der hat einen Bogen, der mega teuer ist. Kampfmagierrüstung der Inquisition. Ja, die kann aber auch nichts Geileres als unsere schön hergestellte Rüstung. Dann haben wir hier wieder Bianca-Zeug. Ansonsten nur Scheiße. So, und hier vorne waren die Ställe, da konnte man noch irgendwie Pferde oder sowas kaufen. Die Tiere waren noch nie so gut untergebracht. Wildhirsch. Okay. Ja, das lassen wir auch erstmal, unser Pferdchen ist so ganz okay. So, wir wollten eigentlich zu Cullen hoch. Er ist in den Dales und kämpft dort für die Leute. Welche Leute? Leute, die ihn brauchen? Schauen wir mal, ob wir zu dem Cullen da hochkommen. Denn der hatte uns ja irgendwas zu erzählen. Hallo Cullen. Inquisitor, ich habe herausgefunden, woher die roten Templer kamen. Von Theron Falls Schanze. Den Rittern wurde rotes Lyrium eingeflößt, bis sie sich in Monstren verwandelten. Nachdem ihr Verfall vollständig war, hat Samson die Führung übernommen. Woher kennt ihr Samson? Er war ein Templer in Kirkwall, bis er aus dem Orden ausgeschlossen wurde. Ich wusste, dass er süchtig war, aber das hier... Rotes Lyrium ist vollkommen anders als das Lyrium, das die Kirche herausgibt. Seine Macht ist mit entsetzlichem Wahnsinn verbunden. Samsons Rüstung ist so voller Lyrium, dass sie richtig gehend gestrahlt. Schon bald war. Er schien in Haven bei klarem Verstand zu sein. Und selbst wenn nicht, ein verrückter Kommandant ist keinesfalls weniger beunruhigend. Die Roten Templer brauchen weiterhin Lyrium. Wenn wir ihre Quelle finden, können wir sie und ihren Anführer schwächen. Mir gefällt die Idee, die Schwächen der Roten Templer herauszufinden, bevor wir ihnen im Kampf gegenüberstehen. Gegen das, was durch ihre Adern strömt, werden wir jeden Vorteil brauchen, den wir kriegen können. Das rote Lyrium wird von Schmugglerkarawanen über die Handelsstraßen transportiert. Bei ihnen könnten wir einen Hinweis darauf finden, wo es abgebaut wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr euch mit ihnen befasst. Alles, was mit Samson in Verbindung steht, wird äußerst gut bewacht sein. Mhm. Schmugglerbriefe gefunden, 0. Okay. Dann gehen wir mal auf die Weltkarte. Und wir waren ja eigentlich hier hinten am Gange, in der verbotenen Oase. Und hatten hier noch ohne Ende zu tun, guckt mal. Dann gehen wir mal wieder in das Lager hier. Und nehmen Sarah mit, in der Tat dann. Und Solus und den Bullen. Und dann gucken wir mal kurz gucken, wie unsere neuen Kampffähigkeiten so sind. So. Hier drüben ist nämlich ein Riss, den können wir dann auch direkt schließen. Eine Scherbe. Auf! Haben wir auch noch genug Zeug? Ne, haben wir nicht. Eben aufwerten. Na, falscher Tisch. Wo ist denn hier der da, Trinker? Ah, wir haben keine Elfenwurzel mehr. Ah, ne. Da müssen wir demnächst auch mal dran denken. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Dass wir Elfenwurzeln uns holen. Da hinten ist der Riss. Kommt man hier denn rüber? Anscheinend schon.
Aber ich wollte ja zuerst zu der Scherbe eigentlich hin. Hüpf, genau. So, und jetzt holen wir uns doch hier mal die Dämönchen. So, hier rüber und dann... Ah, wir schwingen da schon eine große Keule. Ja, ist gut bisher. Ja, vielleicht muss ich nochmal... Schritt ins Nichts nochmal auf eine andere Taste legen. Einmal zack und jetzt hier und bam. Damit ist das Ding in einer Rutsch K.O. So, zweite Welle. Und hier ins Nichts. Und sieht ja mal, der Dämon ist mit einem Schlag weg. Mal hier rüber. Man sieht ja, wie sich da unser Schild aufbaut, das ist schon geil. Und dann machen wir den Rest mal platt. Aber hier hatten wir uns ja jetzt überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das ist schon cool. Ring der verbesserten Fernschuss. Das ist vielleicht was für Sarah. Mal direkt mal rüber gucken. Accessoire. Zack. Und macht plus 1. Läuft. So. Haben wir noch mehr Scherben. Und hier vorne für eine komische Pflanze. Und Drachendorn. So. Wo ist denn jetzt das nächste Ziel, was ich da markiert habe? Da vorne. Okay. Wie kommen wir denn da am besten hin? Hm, hier oben rum. Ich muss ja abfallen. Ups. Na, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ah, nicht so wild. Hier rum, guck mal. Ja, eigentlich instinktiv den richtigen Weg genommen. Scherbe einsammeln. Und dann können wir hier noch so Section plündern. Mal ein bisschen Hundsleder. Läuft. So. Was ist denn das hier für ein Ausrufezeichen? Mhm. Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Ich suche nur nach Dingen, die man ausschlachten kann. Hab hier mal gearbeitet. Ich weiß, dass sie niemand mehr braucht. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin schon eine ganze Weile hier draußen. Aber ich nehme an, das ist wichtig. Aber es erklärt nicht, warum ihr mich verfolgt. Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät auszuschlachten. Ich wollte vor allem in diese eine Höhle. Hab dort Sachen aufbewahrt. Aber dann wurde das verfluchte Ding von Spinnen überrannt. Ich hatte meinen Ehering dort versteckt. Konnte seinen Anblick nicht mehr ertragen. Aber wegwerfen konnte ich ihn auch nicht. Es war ein dummer Streit. Ein Teil von mir wusste, dass ich den Ring immer noch wollte. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Finde den Ring. Na gut. Oh, ich merke gerade, Sarah hat natürlich auch Upgrades. Ein Punkt. Hm. Kann sie denn hier? Ich kann jetzt hier mit Fiolen um sich schmeißen. Ja. Ja. Gibt cooleres, ne? Ja, Schadensbonus.
So. Ein bisschen Schlangenstein hier und dort. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Und da ist so ein Fragezeichen in der Nähe. Das ist immer ganz nett, wenn man weiß, was da ist. Wir haben auch schon gesehen, dass es hier irgendwo einen Riesen gibt. Natürlich ist das wieder so ein komisches Scherbending hinterher. Ich höre es auch schon wieder. Da ganz hinten. Muss man bestimmt einmal ganz außen rumlaufen. So. Ach, Kiggins. Geht's noch? Oh, er hat uns selber erwischt jetzt hier. Aber so richtig so Gegner ist das momentan gerade nicht. Oha. Seine Bulle stimmt zu. Ich stimme ihm auch zu. So, plündern. Dann schauen wir nochmal mal hier rein. Drei Scherben müsste man hier irgendwo finden können, angeblich. Komm, Scherbi. Da ist eine Scherbe. Zwei Scherben schon, müssen die erste gewesen. Noch eine Scherbe irgendwo, hallo. Hier vielleicht irgendwo. Nein. Na, da unten ist die dritte. Okay. Gucken wir mal auf die Questkarte. Da unten ist doch direkt einer. Fupp. Und eine Elfenwurzel, die können wir gut gebrauchen. So, noch mehr Elfenwurzeln. Läuft bei uns. Noch mehr Elfenwurzelsamen auch, immer gut. Es scheint hier so ein Elfenwurzel-Anbaugebiet zu sein oder sowas. Gut, ich würde sagen, das war's mal für heute, weil wir sind auch schon fast wieder eine Stunde unterwegs hier. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, dann kommentiert mir das auch unten runter. Daumen hoch ist mir nicht so wichtig, aber Comment. Comments finde ich cool. Und bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.